Todeskralle, warte. Ich bewege mich nicht. Nein! Geh bitte einfach. Ich bin da. Ja. Bein abreißen, nicht geil. Mm-mm. Falls euch wundert, wieso ich gerade so struggle mit dem Menü. Weil ich gestealth bin, ist Hitboxen irgendwie manchmal weird. Aber Stealth ist halt gut. Stealth ist praktisch. Ah, die sind über mir. Okay. Ich meine, ich muss da nicht hin, aber... Chivalry sieht ja komisch aus. Habe ich immer noch Chivalry drin? Ich habe eigentlich... Oh, screw you, OBS. Okay, Fallout 76. Die Ritter denken, ist aber auch... Ja. Ich meine, es gibt hier Ritter der stillernen Bruderschaft. Ist ja quasi das Gleiche. Nein, aber einen wunderschönen. Hello, beautiful. Please don't. Nee, aber ein wunderschön, ein wunderschön. Schön, dass alle da seid. Ja, hier gerade so ein bisschen auf dem Weg, unser Personal Goal zu erreichen. Einen Nuke zu launchen. Wir gucken mal, schaffen wir heute vielleicht. Wait, das ist dumm, was ich tue. Ich wollte ja nur killen, um Ruhe zu haben. So, was haben wir hier? Notiz zu Sam Blackwell Interview. Interview-Notizen. Gesamteindruck. Ich halte Blackwell nicht für verrückt, aber irgendwas stimmt nicht. Ja, yeah, gut möglich. Es bringt ihm nicht viel, seine Position aufzugeben. Er glaubt wirklich, dass hier finstere Kräfte am Werk sind. Dreht er durch und verbirgt es nur besser als alle anderen? Nächster Schritt, herausfinden, wer diese finsteren Kräfte sind, die den Senator dazu veranlasst haben, auf Tauchstation zu gehen. Allgemeine Notiz. Das Angebot zum Interview kam in einem handgefertigten Umschlag. Jemand beim CPD war mir noch etwas schuldig und konnte die Fingerabdrücke auf dem Umschlag den Senator zuordnen. Heilige Scheiße. Treffpunkt. Bahnhof von Berkeley Springs. Hab mich in der Dämmerung mit einer maskierten jungen Frau getroffen. Ganz eindeutig Judith Blackwell. Hat wohl vergessen, dass wir uns beim Governor's Ball begegnet sind. Der maskierte ältere Herr war ganz klar der Senator. So ungefähr eine halbe Stunde lang in östliche Richtung zu Fuß unterwegs gewesen. Konnte den Sonnenaufgang durch den Sack sehen. Netter Versuch, Leute. Gingen durch einen Fluss, über einen Highway, ein kleines Stück Sumpfland, in eine Höhle und dann einen Aufzug runter. Der Rest ist auf den Tonbändern. Blackwell war voll im Politikermodus, ganz auf seine Botschaft konzentriert, entschlossen und stets bemüht, mir klarzumachen, dass wir das Unbekannte fürchten müssen. Oh. Kannst dich gerne einklinken, wenn du Bock hast, mein Guter. Sollte besser laufen als Level 4. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Vielleicht werden es knackige Gebiete. Es kannst du aber sehr gerne mitmachen. Sehr gerne. Wir müssen mal gucken, dass wir das hier erreichen. Okay. Es wird mir wahrscheinlich angezeigt, wo wir hin müssen. Nee, das ist es nicht. Finde Sam Blackwells Bunker. Das ist ja in der Nähe von Scoots Hütte, die ich mir sowieso mal anschauen wollte. Scoots behauptet nämlich etwas über den Cheap Squad zu wissen. Ihr erinnert euch, der Typ, der random aufgetaucht ist, die armen Kühe. Ich hab leider ihren Namen vergessen, aber die armen Kühe zerpflückt hat. Dieses Mistvieh. Würde ich, glaube ich, mitnehmen. Würde ich mitnehmen. Lass mich kurz überlegen. Wir sind zu dem Gebäude, das ist alles gut. Wir fast traveln zur Station Berkeley Springs. Wieso? Ich will nach Bauplänen gucken. Ich will kurz mal reinschauen, ob es vielleicht irgendwas Geiles gibt, was wir, ne, gebrauchen können. So, und jetzt hast du den Emote gepostet und ich weiß nicht warum, ich habe doch das, nicht bei der Twitch, sondern 7-something-something installiert. Ich kann immer noch nicht sehen, die Emotes. Na gut, aber neu installieren. Jetzt kommt Cass Daly mit A Good Man is Hard to Find. Wait a minute. Ich wollte sagen, guten Tag, warte mal. Ich kann doch, ich hab doch, also ich hab doch und kann doch
Skillpaket. Noch eins? Aha. Bin im Discord, bin sofort da. Wie hat es der Radiergummi zum Gangsterboss geschafft? Er hat sämtliche Rivalen ausradiert. So länger als ich sowieso schon tue. So. Ja, jetzt sind wir auch in der Nähe, wo uns der Sheep Squatch begegnet ist das letzte Mal. Diese miese Sau. Hier war's. Hier liegt jetzt eine Leiche. Aufzeichnung des Plünderers. Unterwegs auf jeden Fall Dire Chemical durchsuchen. Impro steht immer noch auf unserer Liste. Vielleicht ist das Ding ja noch dort. Berge für die... Ein Impro-Revolver bergen ist eine Quest? Das ist random Bullshit, den man so mitnimmt. Aber fein. Oh, leuchtender Schlinger. Nee. Warte, die fighten. Die fighten. Third Party! Did it work? Ah, kind of. Warum verbündet ihr euch? Ihr seid Feinde. Yes, yeah, dance for me. Oh mein Gott. Hallo, ich sehe schon, du hast große Party bei dir. Ich wollte, ne, Third Party und so. Du weißt, wie es ist, ne? Wenn zwei sich streiten, freue ich mich für Doppel XP. Und da kam die andere. Wenn zwei sich streiten, fokussen dich beide. Ja, genau. Kam der angeschissen, Alter. Ist das meine Rüstung? Kurz mal eine Frage nebenbei. Ich weiß, es passt überhaupt nicht ins Fallout-Thema rein, aber für Despotar, Steinkante und Katapult, oder? Ja, wenn du einen Steinangreifer willst, also einen Gesteinangreifer, ansonsten kannst du Unlicht machen. Auch praktisch. Aber nicht Wirbler, oder? Bei Despotar? Ich glaube. Ja. Ich müsste nachschauen. Egal, passt schon. Passt gut. Oder nee, Knirscher, Ladattacke war ja die Frage gerade, ne? Genau. Ja, Knirscher. Okay, gut. Perfekt. Dankeschön, das war's schon. Ja, ist gut. Pokémon ist wichtig, ne? Leute, denkt dran, Ende des Monats. Das große Go-Fest. Wenn ihr Bock habt, können wir das zusammen machen. Wir kommen wahrscheinlich zu zweit nach Berlin. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da Samstag und Sonntag Action, falls ihr in Berlin oder Umgebung seid, können wir uns gerne treffen. Jawohl. Lieben. So. Essen und Trinken. Oh, so 5 Dosen Hundefutter, die zieht man sich mal. Nee, Mann. Hundefutter. Ja, nee. Da steht jemand. Blutadlerpeiniger. Joa. Kann man mal machen. Achso, apropos machen. Ich kann ja auch dich mal eine Party einladen. Ich bin schon in deiner Welt, aber ich komm, kannst du schon mal eine Party einladen, ja. Anzeige ist raus. Mach doch einfach ein öffentliches Team. Ja, stimmt, mehr XP, warte. Das ist eigentlich smarter. Und zwar machen wir mit Int. Weil Events machen wir jetzt nicht. Oh, ich bin in einem Team, deswegen. Ja. Passt das, ich glaube an dich. Ja, ja. Ja, es ist, also ich meine, ja, ne, das ist dann so, oh, guck mal, du kannst nicht, weil du, ne. Aber wenn ich alleine in einem Team bin, dann könnt ihr die auch doch automatisch das Team auch zumachen, oder? Ein theoretisch schon. Ich glaube, das ist nicht mehr relevant dann. Naja, it is what it is. Genau, nee, ich mach mal die ganzen Quests aus und wir gehen ein bisschen auf den Zünder da, das ganze Zeug. Oh, der Kopf hat ein tägliches Sonstiges. Ich finde hier gar nicht die Quests. Weird. Na gut. Genau, unser Plan. Wir schauen uns. Oh nee, warte mal, das war sogar richtig. Mein Gott. Wir schauen uns Scoots Hütte an. Mhm. Der hat vielleicht Informationen zum Sheep Squatch. Ich meine, wieso fällt mir das so schwer? Bin ich doof? Vielleicht snacken wir den auch noch. So, weißt du, so Drive-By. Riesiges Monster, was uns den Arsch aufreißt, als Drive-By halt. Ja? Vergiss trotzdem, dass ich noch nicht so ein hohes Level habe. Ja, also du machst es dann wahrscheinlich größtenteils alleine. Ja, yeah, nee. Das ich meine, vielleicht ist der dann für dich nur Level 30 oder so. Das, Was ist denn das, Alter? Das geht ja ab und zu schon echt gut, muss ich sagen. Da ist so ein abgestürzter Heli. Gibt's da Loot?
Ich glaube, die Helis haben kein Loot, aber das ist in meistens ist dann da so ein Frachtabwurf in der Nähe. Meistens, nicht immer. Ja, ich habe hier einen Safe geknackt. Es war ein bisschen Shit drin, aber gut. Haben und nicht haben. Mir kämpft ja gerade so ein Monster aus Craften gegen zwei Red Skorpione. Mach nicht Third Party. Die drehen sich. Doch, mach ich. Ich snipe den einfach. Der greift mich nicht an. Hätte ich ihn in Ruhe lassen können, Chat? Vielleicht. Wollte ich es riskieren? Nein. Nein. Da so in die Richtung. Wasser fängt mich auf. Oh Gott, nein, das ist flaches Wasser. Scheiße. Okay, ja, man kann sich auch mal beide Beine brechen. Okay, ich hab Stimpaks. Ich hab viele Stimpaks. Mir war so, als hätte ich sie verkauft, aber... scheinbar nicht. Okay, ihr seht unten jede Menge Icons. Ich bewundere euer Engagement, aber ich glaube, jetzt wäre es besser, einfach alles hinter sich zu lassen. Ah, ich glaube, das eine ist ein Camp. Achso, das sieht doch. Nur Snallygäster. Ich hab den gar nicht gesehen. Aber der ist nett, oder? Ja, der ist nett. Hallo. Stand der die ganze Zeit da, Chat? Ich lass den in Ruhe. Leben und leben lassen, und damit meine ich mich. Jesus. Okay. Nee, Flo, alles gut hier. Das ist ganz entspannt. Wir dürfen nur keine Tiere angreifen, die nicht hostile sind, okay? Ich hänge gerade eh noch fest. Ich habe hier wieder massenhaft Gegner. Ich komme gleich zu dir, sobald ich fertig bin. XP, alles XP. Kriegst du die XP auch, wenn ich sie töte? Na, ich glaube nicht, wenn du so weit weg bist. Wenn wir in der Nähe sind, generell ja. Aber wir müssen in so einem Radius quasi zusammen sein. Okay. So. Ich habe Scoots Hütte gefunden. Kiddies! Was? Was? Hier sind zwei Kiddies. Hier ist eine schwarze Katze und eine rote. Eine Tigerkatze. Oh, kann ich die mitnehmen? Sorry. Sorry. So. Bin eventuell gestorben. Gerade gesehen, ja. Okay, hier ist eine Notiz. Ein Brief, Entschuldigung. Hallo L. Danke, dass du auf meine kleinen Fellknäule aufpasst. Hier sind einige Tipps, wie du mit jedem einzelnen von ihnen fertig wirst. Ich weiß übrigens nichts, wann ich zurück sein werde. Daher habe ich auf meinem Terminal eine Liste mit Geschenkideen für die Geburtstage hinterlassen. Heb den Bon auf, dann bekommst du das Geld von mir zurück. Viel Glück und danke schon mal. Gruß R. von mir. Ich behaupte nicht, Curly, er ist der Kurzhaar. Er mag es, wenn man ihm sein Essen unter den Schreibtisch stellt. Okay. Diego und Dolly? Warte mal. Shut up. So. Diego und Dolly, die zwei sind unzertrennlich. Ich empfehle Handschuhe. Okay. Elmer, sie ist Polydaktyl, also müssen ihre Krallen regelmäßig geschnitten werden. Pebbers, sie ist ein braves Kätzchen, du musst ihr allerdings die Zähne putzen. Marie, der Schlüssel zu meinem Herzen, meine beste Freundin. Die einzige, der ich auf dieser Welt vertraue, sie schläft gerne auf dem Terminal. Ruby, ich hoffe, R hat dich daran erinnert, lange Hosen anzuziehen. Strider, fett, aber schleicht sich gerne an. Der Tierarzt hat ihn auf Diät gesetzt. Snuggles, ihr Name ist ironisch gemeint, im Ernst. Versuch bloß nicht mit dir zu kuscheln, leider muss man Snuggles auch die Zähne putzen. Also, es tut mir so leid. Cleo, ich hab dir eine Bürste hingelegt, falls du Zeit hast. Mitchell und Spencer, ich kann die zwei ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Geschickte Kletterer, pass auf deinen Kopf auf. Danke nochmal, Scoot. Und das ist doch sweet. Und ich hab das Gefühl, es leben nur noch zwei Kiddies. Wait, wo sind sie? Oh. Sie sind gegangen. Ich hab die Shotgun nur rausgeholt, um sie zu finden mit Watts. Keine Panik, Leute. Okay, jetzt muss ich noch sein Terminal lesen. So, wo ist er hingegangen, ist die Frage. Finde raus, wo er gegangen ist. Finde die Pass...
Phrase für Scoots Forschungsbericht heraus? CL? Nee. Ach du Kacke. Der Hinweis ist bestimmt in der Notiz. Also das Passwort ist in der Notiz. Die Namen sind alle groß, sind viel zu viele. Okay, warte, wie viele Katzen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 Katzen. He's the crazy cat guy. 12 Katzen. 2, 3, 4. 4 sind ein Pärchen. Marie war sein Schatz. Aber er hatte 12 Katzen, habe ich mich verzählt, das waren nur 11. Nee. Ich glaube mal, Marie ist richtig. Suche stets die Wahrheit. 6, 12. Oh Gott. Wahrheitssucher, 10. 10. August, also 10.8.2076. Eigentlich der Gute. Was meinst du? Such dich gerade auf der Map. Ah, ich bin ganz weit rechts. Marie hat am 17. November. Okay, Moment. Marie. Habe ich gerade 12. oder 11.? November. 11. 17. Junge, da musst du ja letzten Gehirnzellen anstrengen, du hier für heute. Forschung entsperrt. Schiebsquatsch. Ja, Feldforschung 1. Keine Hinweise. Feldforschung 2. Keine Hinweise. Gehen wir einfach zur 4. Fazit, es gibt keinen Schiebsquatsch. Herr Arschloch von Lusche. Das ist eine Lüge. Der hat mir den Arsch aufgerissen. Ich weiß es genau. Es war ein Schiebsquatsch. Finde heraus, wo es gut zuletzt hingegangen ist. Ja, das versuchen wir. Geister und Gespenster. Ja, Text und... Ich lasse einfach die Quest updaten, ich bin so... Ey. Finde die versunkene Kirche. Ist das hier Atlantis oder was sowieso? Da oben. Och, nehmen wir vielleicht auch mal, das ist halbwegs in der Nähe. Na gut, okay, also die Kiddies sind alle gegangen. Der Kryptidenjäger Januar. Oh, nehme ich mit. Genau, ansonsten, ich bin ziemlich weit rechts auf der Karte. Hab schon gesehen. Ah, hast schon. Sehr gut. Ich laufe jetzt Richtung Norden zu Sam Blackwoods Bunker. Mhm. Ich hoffe, wir kommen ohne Probleme rein. Sonst muss ich diese fantastischen Hacker-Skills von eben auspacken. Oh, und da ist auch irgendein... Hier rechts ist eine Farm. Wie weit geht denn das noch? Achso, das ist schon wieder... Ah, nee, my bad. Das ist schon wieder zu weit südlich gewesen. Vergiss es. Vergiss, was ich sagte. Tote Brahmin. Sheepsquatch. I knew it. Das kam aus dieser Richtung. Nee, das ist ein Ghoul. Da hat gerade was gebrüllt. Da hat was gebrüllt. Das habe ich genau gehört. Brahmin Leder. Ich nehme das Leder mit. Sure. Unverarbeiteter Dünger, den ich aus einer Kuh loote. Nicht drüber nachdenken. Lassen wir einfach so stehen, oder? Scheiße. Also, goddammit. Aber er hat nur gebrüllt, er kam noch nicht. Yeah, we good. Yeah, we good? We good. Okay. Ja, moin.
Der Bunker, okay. Flo, hast du Red-X dabei? Ja, hab ich. Sehr gut. Der Bunker ist nämlich von Fässern umhüllt. Scheiße. Hä? Kriegen wir hin. Red-X und, ich hab nur Red-X. Passt. Einfach schnell Rinder. Gar nicht drüber nachdenken. Schaut's aus. Yaogwai. Gut, man hätte auch von der anderen Seite kommen können. Verlassene Mülldeponie. Und hier ist der Bunker drin. Okay. Ey, meiner schaut keiner nach, du. Oh. Ja. Noch mehr Fässer. Scheiße. Aber die sind nicht verstrahlt. Okay. All good so far. Ah. Eine Alpha-Todeskralle. Ich warte mal auf dich. Bin fertig, ich komme. Alpha-Todeskralle. Ich habe kurz mein Inventar mal leer gemacht. Ah, ja, ja, das muss ich auch mal machen. Das ist maßlos überfüllt gewesen. Ich hoffe, du hast noch deinen Kaulquappen-Outfit an. Habe ich nicht, nee. Es tut mir leid, wir sind hier auf einer... Ja, auf einer. Ne? Erklär mir deine Entschuldigung, jetzt bin ich gespannt. Todeskralle, warte, ich bewege mich nicht. Nein! Gebe deinen... Ich bin da. Ja, Attacke! Wo bist du? Sie haben mich gesehen! In der Höhle oder ja. Wo? Na, ich hab einen guten Spot, ist okay. Du darfst dir den Gnadenstoß oder geben. Yaogwai, bist du das? Oder? Hä? Bist du denn? Hier ist ein Höhleneingang, Ah, in der Höhle drin, okay, gut. Das wollte. Aber was ich sagen wollte, ne, wir sind hier auf der finalen Quest der Bruderschaft und ich hab halt jetzt hier so Bruderschaftsrüstung, Unterrüstung wieder an. Weißt du, dementsprechend, ich hab mich gekleidet. Dress for the job you want. Ne, und ich will eine Nuke launchen. Gut, dann passe ich mich mal deinem Outfit an. So, bin jetzt auch bei der Bruderschaft. Sehr gut. Die Kaulquappen, die kommen wieder. Ne? Die habe ich nicht vergessen, du. Da haben wir vorhin schon drüber gequatscht. Der gute Reality-Check hat da noch Tipps gegeben. Gesagt, wo ich so Terminals finde. Ja, du machst es. Ich habe die Confidence in dich. Ne? Ich hab ihr gut gegeben. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Und du machst jetzt hier den Finishing Blow, du. Ah, wo ist sie denn? Hä? Ja, das weiß ich nicht, du. Hä? Liegt sie irgendwo tot schon? Hast du sie? Hä? Was ist hier? Todeskrallennest. Aha, ein Brustkorb, den habe ich mir schon immer gemacht. Ah, hier ist er. Oh, oh. Hol ihn dir, Tiger. Aua. Okay. War nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee. Umgehungsholoband. Was? Okay. Der Bunker ist hier drin versteckt oder was? Oh. Und wir müssen. Oder ich bin doof und ich bin einfach nur in die erste Höhle, die ich gesehen habe, gerannt. Nade out, ja, finde ich gut. Nades finde ich gut. Easel dich. Okay, sie schmeißt Steine. Ist okay, sie ist geslowt. Okay. Alright. Oh, das sieht bunkerig aus. Das sieht... sichere Zugangskonsole. Ungültige Daten. Zugang verweigert. Zugang verweigert? Ungültige Daten. Zugang verweigert. Ich habe ein Holotape hier gefunden. Wait a minute. Ist das Holotape für irgendwas? Wie hießen das, Leute? Haftbefehl? Nee, mit Haftbefehl. Nee. Umgehungsholoband. Ungültige Daten. Zugang verweigert. Ungültige Daten. Zugang verweigert. Warte. Oder so eine Alpha-Todeskralle.
Es ging. Ich hab das um. Benutzerzugang aktualisiert. Alles gut? Komm rein. Oder willst du sie? Ich hab von irgendwas Damage bekommen. Ja, das sah aus wie so ein Schrei. Diese Wellen, meinst du? Komm, lass uns einfach gehen. Komm. Lass uns einfach gehen. Ja, wir ziehen durch. Konntest du mitkommen? Bin neben dir im Fahrstuhl auf jeden Fall. Okay, kannst du eh auf die Konsole drücken? Ungültige Daten, sagt er dann aber. Ah, okay. Warte, ich komm nochmal hoch. Da war so ein Haufen, in dem lag ein Holotape. Ich hoffe, das ist auch für dich und dass es nicht questgebunden ist. Warte, ja, ich habe die Quest ja auch gerade bekommen. Warte mal. Bunkerbrecher? Ah. Ja. Ah. Da, hallo. Screw you. Okay. Nee. Bei mir war das... War dieser Haufen, warte mal. Ich guck gerade. Das Todeskrallennest war das doch gewesen, ne? Hier vorne irgendwo. Irgendwie so. Ja, hier so einer war das. So ein Todeskrallennest. Ich weiß jetzt nicht, ob es das hier war. Aber hier wird mir ein Questziel angezeigt. Achso, dann... Achso, das ist, glaube ich, der Weg wieder raus. Wegen anderen Quests. Ja. Bist du schon raus? Ja. Okay. Ist okay. Und derzeit knacke ich mal hier den Safe. Ja. Ach, da draußen ist direkt ein Event vor der Höhle, deswegen zeigt es mir das da an. So. Safe ist geknackt. Genau, und das Wo war... Wo ist dieser Haufen? Komm mal mit. Ich bin irgendwie hoch. Hinten rum. Check mal den Haufen hier oben. Ob das hier war? Ne, hier war nur der Brustkorb drin. Dann bin ich hier runtergesprungen. Und dann war das hier ein Haufen. Das war, glaube ich, genau hier der Haufen, ne, wo wir die Todeskralle getötet haben. Hier, check mal den hier. Ist das stuck? Bisschen. Was ist das jetzt? Ist auch stuck. Nee, guck. Ja. Ich... Ah ja. So weird. Genau, guck mal den Haufen hier. Da war das bei mir drin. Zigaretten. Mehr nicht? Scheiße. Oh, was hat der hier denn? Missionszusammenfassung Blackwell. Ich beginne mit der Missionszusammenfassung. Blackwell wird keine Probleme mehr machen. Mhm. Ah, jetzt muss ich nach dem Umgehungs-Holoband bin ich wie erwartet in den Bunker gekommen. Für zukünftige Modelle würde ich aber eine größere Reichweite empfehlen. Ich musste beim Abspielen auf der Zugangskonsole stehen, damit es funktioniert. Ohne die Köder, die diese Monster abgelenkt haben, hätte auch ich statt des Senators tot sein können. Als ich drin war, wurde ich kurz von Blackwells Laserfeld aufgehalten. Ich konnte aber durch einen Neustart-Stromversorgung meine Freigabe erhalten. Das Besorgen der Zugangskarte für unsere Anlage war nicht ganz so erfolgreich. Ich habe ein Tastenfeld gefunden. Konnte aber den Code nicht entziffern. Ich empfehle, dafür einen Spezialisten reinzuschicken. Also du musst das Holoband an dem Ding aktivieren, wenn du davor stehst. Ziel und dann, Moment. Was ist mit dem Strom los? Die Köder! Scheiße. Ja, so schnell geht's mit Todeskrallen. Ich habe auch einen zweiten Aufzug gefunden, der führt uns wieder nach draußen. Den würde ich nehmen, wenn wir hier verschwinden, weil vielleicht bringt er uns an einen anderen, also an einen besonderen Spot oder vielleicht in ein Gebäude direkt hinein. Ja, ich bin erstmal unten jetzt. Ah, nach draußen gehen. Hier ist auch eine Notiz. Kapuze, Bandana, Gewehr. Wenn du oben bist, nimm den Tunnel zur Linken, nicht den Vordereingang. Ja, da ist er. Ja, easy. Hallo. So, schauen wir mal. Erkunde den Bunker. Okay. Oh, fangen wir links an. In meinem Bunker mitten in Berlin. Das ist... Nee, sowas singen wir hier nicht. Nee. Das ist,